Lecția 25, partea 1. Să începem lecția cu noile cuvinte. Ascultați și repetați. Der Badeanzug. Costumul de baie. Am einfachsten. Cel mai ușor. Eingebaut. Clădit, zidit. Das Fernsehen. Televizorul. Der Elektroherd. Reșoul electric, soba de gătit electrică. Der Hut. Pălăria. Der Krimi. Film roman polițist. Der Rock. Fusta. Schlecht. Rău. Warm. Cald. Was für ein. Ce fel de om. Was für eine. Ce fel de femeie. Wenig. Puțin. Womit. Cu ce. Iată acum noile cuvinte în propoziții. Sie hat einen schönen Badeanzug. Ea are un costum de baie frumos. Wann kauft ihr den Elektroherd? Când cumpărați soba electrică? Kennst du den Krimi? Cunoști acest film polițist? Herr Kurz möchte einen großen Hut leihen. Domnul Kurz vrea să ceară împrumut o pălărie mare. Im Fernsehen gibt es heute einen guten Krimi. Azi este un film polițist bun la televizor. Ihr Rock ist sehr lang. Fusta ei este foarte lungă. So ist es am einfachsten. Așa este cel mai simplu. In der Küche sind eingebaute Schränke. În bucătărie sunt dulapuri zidite în perete. Du machst das schlecht. Nu e bine ce faci. Heute ist es sehr warm. Azi este foarte cald. Ich habe wenig Geld. Am puțin bani. Was für ein Mann ist er? Ce fel de om este el? Was für eine Bluse hast du? Tu ce bluză ai? Womit schreibst du? Mit einem Füller? Tu cu ce scrii? Cu un stilou? În continuare, completați următoarele propoziții în limba germană cu cuvintele corespunzătoare. Ea are un costum de baie frumos. Sie hat einen schönen. Sie hat einen schönen Badeanzug. Ei au această sobă electrică deja de ieri. Sie haben schon seit gestern. Sie haben schon seit gestern diesen Elektroherd. Nu am timp. Ich habe wenig Zeit. Această apă minerală este caldă. Dieses Mineralwasser ist warm. El lucrează prost. Er arbeitet schlecht. Dulapurile sunt zidite în perete. Die Schränke sind eingebaut. Am o fustă lungă. Ich habe einen langen Rock. Așa este cel mai simplu. So ist es am einfachsten. La televizor este un film polițist. Gibt es einen Krimi? Im Fernsehen gibt es einen Krimi. Ce fel de roman polițist citești? Was für einen liest du? Was für einen Krimi liest du? Pălăria ei este foarte frumoasă. Ist sehr schön. Ihr Hut ist sehr schön. Ea lucrează la televiziune. Sie arbeitet im Fernsehen. Cu ce mergi la serviciu? Fährst du zur Arbeit?
Womit fährst du zur Arbeit? Ce fel de bluză ai? Bluse hast du. Was für eine Bluse hast du? Ce fel de palton este acesta? Mantel ist das. Was für ein Mantel ist das? Acum completați propozițiile următoare cu forma de plural a substantivelor care lipsesc. Nu citesc romane polițiste. Ich lese. Ich lese keine Krimis. Avem costume de baie frumoase. Wir haben schöne. Wir haben schöne Badeanzüge. In acest magazin se găsesc pălării mari și ieftine. In diesem Geschäft kann man große und billige kaufen. In diesem Geschäft kann man große und billige Hüte kaufen. Ea nu avea fuste lungi. Sie hatte keine langen. Sie hatte keine langen Röcke. Răspundeți la întrebările următoare folosind expresia Es tut mir leid. Îmi pare rău. Haben Sie schwarze Kleider? Es tut mir leid, aber wir haben nur weiße. Haben Sie lange Röcke? Es tut mir leid, aber wir haben nur kurze. Haben Sie teure Zigaretten? Es tut mir leid, aber wir haben nur billige. Haben Sie große Zimmer? Es tut mir leid, aber wir haben nur kleine. Haben Sie kleine Hüte? Es tut mir leid, aber wir haben nur große. Haben Sie alte Zeitungen? Es tut mir leid, aber wir haben nur neue. Haben Sie neue Wagen? Es tut mir leid, aber wir haben nur alte. În această lecție ne vom ocupa de modul imperativ la singular și plural. Ascultați cu atenție următoarele propoziții. Vati, arbeite nicht so lange. Tată nu lucra atât de mult. Vati und Mutti, arbeitet nicht so lange. Tată și mama nu lucrați atât de mult. Eva, öffne das Fenster. Eva, deschide geamul. Eva und Andrea, öffnet das Fenster. Eva și Andrea, deschideți geamul. Klaus, fahr nicht so schnell. Klaus, nu condu așa repede. Klaus und Dieter, fahrt nicht so schnell. Klaus și Dieter, nu conduceți așa repede. Dieter, hol die Tante ab. Dieter, du-te după mătușa. Kinder, holt die Tante ab. Copii, mergeți după mătușa. Maria, leg den Mantel ab. Maria, dă-ți jos paltonul. Maria und Eva, legt die Mantel ab. Maria și Eva, dați-vă jos paltoanele. Dieter, halte dieses Auto an. Dieter, oprește această mașină. Klaus und Max, haltet diese Autos an. Klaus și Max, opriți aceste mașini. Andrea, sieh mal den weißen VW dort. Andrea, uită-te la acel Volkswagen alb de acolo. Kinder, seht mal nach rechts. Copii, uitați-vă la dreapta. Dieter, räum doch das Zimmer auf. Dieter, fă ordine în cameră. Räum doch das Zimmer auf. Faceți ordine în cameră. Setz dich dorthin. Stai jos acolo. Setzt euch dorthin. Luați loc acolo. Wasch dir die Hände. Spală-te pe mâini. Wascht euch die Hände. Spălați-vă pe mâini. Erzähle diese Geschichte. Povestește această istorie. Erzählt diese Geschichte. Povestiți această istorie. Vergiss mich nicht. Nu mă uita.
Vergesst mich nicht. Nu mă uitați. În continuare, completați următoarele propoziții cu forma corespunzătoare de imperativ a verbelor. Nu lucra așa mult. Nicht so lange. Arbeite nicht so lange. Klaus, nu condua așa repede. Klaus, nicht so schnell. Klaus, fahr nicht so schnell. Andrea, dă-ți jos paltonul. Andrea, den Mantel. Andrea, leg den Mantel ab. Dieter, oprește mașina aceasta. Dieter, dieses Auto. Dieter, halte dieses Auto an. Copii, opriți autobuzul. Kinder, den Bus. Kinder, haltet den Bus an. Puneți asta acolo. Das hin. Legt das hin. Klaus, uită-te la acel Volkswagen alt de acolo. Klaus, mal den weißen VW dort. Klaus, sieh mal den weißen VW dort. Deschideți geamurile. Die Fenster. Öffnet die Fenster. Așează-te aici. Hierher. Setz dich hierher. Nu povesti asta. Das nicht. Erzähl das nicht. Spală-te pe mâini. Dir die Hände. Wasch dir die Hände. Faceți curățenie în cameră. Das Zimmer auf. Räumt das Zimmer auf. Copii, uitați-vă la stânga. Kinder, mal nach links. Kinder, seht mal nach links. Nu mă uita. Mich nicht. Vergiss mich nicht. În continuare, traduceți din română în germană. Copii, nu uitați cărțile. Kinder, vergesst die Bücher nicht. Copii, nu lucrați așa mult. Kinder, arbeitet nicht so lange. Klaus, nu condua așa repede. Klaus, fahr nicht so schnell. Dieter, oprește mașina. Dieter, halte das Auto an. Andrea, fă curățenie în camera ta. Andrea, räume dein Zimmer auf. Copii, mergeți după mătușa. Kinder, holt die Tante ab. Eva, dă-ți jos paltonul. Eva, leg den Mantel ab. Deschideți imediat geamurile. Öffnet gleich die Fenster. Așezați-vă acolo imediat. Setzt euch schnell dorthin. Nu-i povestea asta lui Peter. Erzähl das Peter nicht. Și acum faceți curățenie în toată locuința. Und jetzt räumt die ganze Wohnung auf. Uită-te acolo la dreapta. Ce este aceea? Sieh mal dort rechts. Was ist denn das? Iar acum vom repeta expresiile. Was für ein, was für eine și was für. Ce fel de. Ascultați cu atenție traducerea în limba română. Das ist ein neuer Wagen. Was für ein Wagen ist das? Aceasta este o mașină nouă. Ce fel de mașină este aceasta? Ich habe einen neuen Wagen. Was für einen Wagen hast du? Am o mașină nouă. Ce fel de mașină ai? Ich helfe einem neuen Schüler. Was für einem Schüler hilfst du? Ajut un elev nou. Ce fel de elev ajutst du? Hier liegt eine neue Bluse. Was für eine Bluse liegt hier? Aici este o bluză nouă. Ce fel de bluză este aici? Ich helfe einer neuen Schülerin.
Was für einer Schülerin hilfst du? Ajut una elevă noi. Ce fel de elevă ajuți tu? Hier sind amerikanische Zigaretten. Was für Zigaretten sind hier? Aici sunt țigări americane. Ce fel de țigări sunt aici? Ich rauche deutsche Zigarren. Was für Zigarren rauchst du? Fumez trabucuri germane. Ce fel de trabucuri fumezi? Completați următoarele propoziții în limba germană cu pronumele interrogative corespunzătoare. Ce fel de bluză ai tu? Bluse hast du? Was für eine Bluse hast du? Ce fel de părinți ai? Eltern hast du? Was für Eltern hast du? Ce fel de prieten ai? Freund hast du? Was für einen Freund hast du? Ce fel de rochie ai? Kleid hast du? Was für ein Kleid hast du? Ce fel de carte este aceasta? Buch ist das. Was für ein Buch ist das? Ce fel de mobile sunt aici? Möbel sind hier. Was für Möbel sind hier? Ce fel de mașină ai? Auto hast du. Was für ein Auto hast du? Ce fel de mașini cunoști? Autos kennst du. Was für Autos kennst du? Ce fel de elevi ajuți? Schüler hilfst du. Was für einem Schüler hilfst du? Ce fel de elevi ajuți? Schülerin hilfst du. Was für einer Schülerin hilfst du? Să învățăm câteva verbe noi. Sich ansehen. A uita, a se uita. Lassen. A lăsa, a da voie. Mitbringen. A aduce cu sine. Mögen. A-i place, a dori. Să folosim verbele în propoziții. Herr Weiland sieht sich seine Wohnung an. Domnul Weiland își examinează locuința. Er lässt seine Frau zu Hause. El își lasă soția acasă. Ich lasse meinen Sohn nicht ins Kino gehen. Nu-i dau voie fiului meu să meargă la cinema. Er bringt eine Kiste Bier mit. El aduce o ladă de bere. Diesen Fisch mag ich nicht. Acest pește nu-mi place. Acum, completați propoziția în limba germană cu cuvintele corespunzătoare. Îți examinez locuința. Mir deine Wohnung. Ich sehe mir deine Wohnung an. El își lasă soția acasă. Seine Frau zu Hause. Er lässt seine Frau zu Hause. Nu-i dau voie fiului meu să meargă la cinema. Meinen Sohn nicht ins Kino gehen. Ich lasse meinen Sohn nicht ins Kino gehen. El își aduce fata. Sein Mädchen mit. Er bringt sein Mädchen mit. Nu-mi plac bomboanele. Bonbons nicht. Ich mag Bonbons nicht. Urmează un exercițiu de traducere din germană în română. Herr und Frau Haag sehen sich im Vorort von Kiel ein Haus an. Domnul și doamna Haag se uită la o casă de la periferia orașului Kiel. Das Haus gehört Herrn Meyer und er möchte es vermieten. Casa aparține domnului Meyer și el dorește să o închirieze. Familie Haag sucht ein großes Haus. Familia Haag caută o casă mare. Sie haben vier kleine Kinder. Ei au patru copii mici.
Herr Meier zeigt die Zimmer. Domnul Meier arată camerele. Das Haus gefällt Herrn und Frau Haag sehr gut. Casa le place mult domnului și doamnei Haag. Die Küche ist sehr groß. Bucătăria este foarte mare. Sie hat aber keinen Kühlschrank, nur einen alten Elektroherd. Dar în bucătărie nu este frigider, ci doar o sobă de gătit electrică veche. Herr Haag will aber einen neuen Kühlschrank in die Küche stellen. Domnul Haag vrea să instaleze un frigider nou în bucătărie. Er will auch einen kleinen Elektroherd kaufen. El dorește să cumpere și o sobă de gătit electrică. Herr Haag möchte wissen, wie hoch die Miete ist. Domnul Haag vrea să știe cât este chiria. Herr Meier sagt 650 Mark. Domnul Meier spune 650 de marci. Herr Haag mietet das Haus und sie ziehen gleich ein. Domnul Haag închiriază casa și ei se mută imediat. Iar acum traduceți din română în germană. Cum îți plac aceste dulapuri zidite în perete? Wie gefallen dir diese eingebauten Schränke? Voi ce fel de bucătărie aveți? Was für eine Küche habt ihr? Așezi-te aici, lângă mine. Setz dich hierher, neben mich. Vrei căpșuni? Willst du Erdbeeren? Nu, mulțumesc, nu-mi plac. Nein, danke, ich mag sie nicht. Ne putem așeza imediat la masă. Wir können uns gleich an den Tisch setzen. Așa este cel mai simplu. So ist es am einfachsten. Nu-i dau voie fiicei mele să meargă la cinema. Ich lasse meine Tochter nicht ins Kino gehen. Aduceți-vă și soțul. Bringen Sie doch Ihren Mann mit. Ce fel de țigări fumezi? Was für Zigaretten rauchst du? Cu ce mergi la servici? Womit fährst du? Lecția 25, partea a doua. Ca și până acum, începem lecția cu noile cuvinte. Ascultați și repetați. Alle. Toți, toate. Die Birne. Para, becul. Das Boot. Barca. Englisch. Engleză. Früh. De vreme. Grün. Verde. Leicht. Ușor. Die Mütze. Căciula. Schwer. Greu. Spanisch. Spaniola. Spät. Târziu. Der Straßenrand. Bordura. Iată cuvintele noi în propoziție. Er spricht Spanisch. El vorbește spaniola. Es ist jetzt sehr spät. Acum este foarte târziu. Die Arbeit ist schwer. Munca este grea. Er liest gut Englisch. El citește bine în engleză. Meine Arbeit ist nicht leicht. Munca mea nu este ușoară. Der Salat ist grün. Salata este verde. Ich gehe früh zur Arbeit. Merg de vreme la servici. Alle haben wenig Geld. Toți au bani puțini. Der Straßenrand ist dort ziemlich hoch. Bordura este înaltă acolo. Dieses Boot fährt sehr schnell. Această barcă merge foarte repede. Klaus, wo hast du deine Mütze? Klaus, unde ți este căciula? Ich esse jetzt eine Birne. Mănânc acum o pară. În continuare, completați propozițiile în limba germană cu cuvintele corespunzătoare. Acolo toți lucrează din greu. Dort arbeiten. Schwer. Dort arbeiten alle schwer.
Nu mănânc bară. Ich esse keine. Ich esse keine Birne. Această barcă este foarte ușoară. Ist sehr leicht. Dieses Boot ist sehr leicht. Bordura este destul de înaltă acolo. Ist dort ziemlich hoch. Der Straßenrand ist dort ziemlich hoch. Klaus, unde ți este căciula? Klaus, wo ist deine... Klaus, wo ist deine Mütze? Toată lumea vorbește deja spaniola. Alle sprechen schon. Alle sprechen schon Spanisch. Munca mea nu este ușoară. Meine Arbeit ist nicht. Meine Arbeit ist nicht leicht. Azi nu vin așa de vreme. Heute komme ich nicht so. Heute komme ich nicht so früh. Schalul tău este verde. Dein Schal ist. Dein Schal ist grün. Munca lui nu este grea. Seine Arbeit ist nicht. Seine Arbeit ist nicht schwer. Te rog, nu veni așa târziu. Komm bitte nicht so. Komm bitte nicht so spät. Înainte de a trece mai departe, să recapitulăm încă o dată modul imperativ. Transformați verbele la modul indicativ din propozițiile următoare în verbe la modul imperativ. Wir arbeiten immer sehr langsam. Arbeitet doch nicht so langsam. Wir fahren immer sehr schnell. Fahrt doch nicht so schnell. Wir rauchen immer sehr viel. Raucht doch nicht so viel. Wir essen immer sehr schnell. Esst doch nicht so schnell. Wir trinken immer sehr viel. Trinkt doch nicht so viel. Wir kommen immer sehr spät. Kommt doch nicht so spät. Wir schlafen immer sehr lange. Schlaf doch nicht so lange. Ich arbeite zu viel. Arbeite nicht zu viel. Ich gehe zu spät ins Bett. Gehe nicht zu spät ins Bett. Ich komme immer so spät. Komm nicht so spät. Ich bleibe zu lange im Büro. Bleib nicht so lange im Büro. Ich rauche zu viele Zigaretten. Rauch nicht so viele Zigaretten. Ich trinke zu viel Kaffee. Trink nicht so viel Kaffee. Ich esse zu viel Wurst. Iss nicht so viel Wurst. În continuare, dați răspunsuri negative în germană la următoarele propoziții. Das ist doch weiß. Nein, das ist schwarz. Die Bluse war teuer. Nein, die Bluse war billig. Sie kommt immer früh. Nein, sie kommt immer spät. Deine Arbeit ist doch leicht. Nein, meine Arbeit ist schwer. Er fährt immer schnell. Nein, er fährt immer langsam. Der Wagen ist doch neu. Nein, der Wagen ist alt. Das ist ein bestimmter Artikel. Nein, das ist ein unbestimmter Artikel. Er arbeitet doch gut. Nein, er arbeitet schlecht. Du kommst am Morgen.
Nein, ich komme am Abend. Er hat einen großen Bruder. Nein, er hat einen kleinen Bruder. Das ist ein langes Gespräch. Nein, das ist ein kurzes Gespräch. Traduceți următoarele propoziții în limba germană. Mâncăm salată de cartofi. Wir essen Kartoffelsalat. Îmi este sete. Ich habe Durst. Ne este foame. Wir haben Hunger. Azi este vineri, probabil este pește. Heute ist Freitag, wahrscheinlich gibt es Fisch. Pot să beau cafea? Kann ich Kaffee trinken? Doresc puțin vin. Ich möchte Wein. Am poftă de mâncare. Ich habe Appetit. Mâncați cărnați prăjiți? Esst ihr Bratwurst? Vă rog, puțin cărnați. Bitte etwas Wurst. Beau bere. Ich trinke Bier. Un ceai, vă rog. Ich hätte gern ein Glas Tee. Cumpărăm pâine. Wir kaufen Brot. Acum ascultați cu atenție următoarele propoziții și urmăriți traducerea lor în limba română. Wir essen frischen Kartoffelsalat. Noi mâncăm salată de cartofi proaspătă. Ich habe großen Durst. Îmi este foarte sete. Jetzt habe ich großen Appetit. Acum am mare poftă de mâncare. Ich trinke deutsches Bier. Beau bere germană. Ich hätte gern grünen Tee. Vreau ceai verde. Wir kaufen frisches Brot. Cumpărăm pâine proaspătă. Du isst immer französischen Käse. Mănânci întotdeauna brânză franțuzească. Ich möchte warmen Kaffee haben. Vreau cafea caldă. Completați propozițiile în limba germană cu cuvintele corespunzătoare. Lui Peter îi este foarte sete. Peter hat Durst. Peter hat großen Durst. Lui Klaus îi este foarte foame. Klaus hat Hunger. Klaus hat großen Hunger. Caut un vin franțuzesc bun. Ich suche Wein. Ich suche guten französischen Wein. Caut o bere bună germană. Ich suche Bier. Ich suche gutes deutsches Bier. Caut pâine proaspătă. Ich suche Brot. Ich suche frisches Brot. Aveți ceai englezesc? Haben Sie Tee? Haben Sie englischen Tee? Nu, avem doar ceai german. Nein, wir haben nur Nein, wir haben nur deutschen. Caut o răcoritoare bună și rece. Ich suche Limonade. Ich suche gute kalte Limonade. Dumneavoastră, ce puteți cumpăra în Germania cu bani spanioli? Was können Sie in Deutschland für Geld kaufen? Was können Sie in Deutschland für spanisches Geld kaufen? Acolo este o ladă cu vin franțuzesc. Dort steht eine Kiste mit Wein. Dort steht eine Kiste mit französischem Wein. Acolo este o ladă cu bere germană. Dort steht eine Kiste mit Bier. Dort steht eine Kiste mit deutschem Bier. Acolo este o ladă cu răcoritoare germană. Dort steht eine Kiste mit Limonade. Dort steht eine Kiste mit deutscher Limonade. Cumpărăm pâine proaspătă. Wir kaufen Brot.
Wir kaufen frisches Brot. Să exersăm declinarea adjectivelor care nu sunt precedate de articol. Traduceți din limba germană în limba română. Amerikanischer Tabak ist gut. Tutunul american este bun. Ich trinke gern deutsches Bier. Îmi place să beau bere germană. Hast du englisches Geld? Ai bani englezi? Haben Sie rumänisches Geld? Aveți bani românești? Ich trinke rumänischen Wein. Beau vin românesc. Was können Sie in Deutschland für spanisches Geld kaufen? Ce puteți cumpăra în Germania cu bani spanioli? Dort steht eine Kiste mit guter Limonade. Acolo este o ladă cu răcoritoare bună. Ist das gute Limonade? Este bună răcoritoarea? Ich möchte kaltes Bier. Doresc o bere rece. Sie trinkt jetzt grünen Tee. Ea bea acum ceai verde. În continuare, traduceți din română în germană. Aveți bere germană? Haben Sie deutsches Bier? Nu, am doar bere românească. Nein, ich habe nur rumänisches. Aveți vin spaniol? Haben Sie spanischen Wein? Poftiți, iată aici o sticlă de vin spaniol. Bitte, hier ist eine Flasche spanischer Wein. Aveți ceai englezesc? Haben Sie englischen Tee? Îmi pare rău, dar avem doar ceai german. Es tut mir leid, aber wir haben nur deutschen. Aveți brânză franțuzească? Haben Sie französischen Käse? Nu, avem doar brânză germană. Nein, wir haben nur deutschen. Acolo este o ladă cu bere germană. Dort steht eine Kiste mit deutschem Bier. Cât costă o sticlă de vin franțuzesc? Wie viel kostet eine Flasche französischer Wein? Aș dori pâine proaspătă. Ich hätte gern frisches Brot. Beau o răcoritoare rece. Ich trinke kalte Limonade. Caut vin românesc bun. Ich suche guten rumänischen Wein. Caut brânză franțuzească bună. Ich suche guten französischen Käse. Caut bere bună românească. Ich suche gutes rumänisches Bier. Iar acum urmează ultimele cuvinte noi ale acestei lecții. Ascultați și repetați. Anders. Altfel, de altfel. Aufpassen. A fi atent, a avea grijă. Aufstehen. A se scula, a se ridica în picioare. Dafür. De aceea. Dazu. La, pentru. Endlich. În sfârșit, în fine. Ihnen. Lor. Irgendwo. Undeva. Nun. Deci, acum. Über. Deasupra. Zuhören. A asculta. Să exersăm cuvintele noi în propoziții. Er sieht das ganz anders. El vedea asta complet altfel. Pass auf, ein Auto kommt. Atenție, vine o mașină. Ich stehe um 6 Uhr auf. Mă scol la ora 6. Ich danke dafür. Mulțumesc pentru aceasta. Endlich kommt mein Lehrer. În sfârșit vine profesorul meu. Er sitzt irgendwo dort. El stă acolo undeva. Hilfst du ihnen? Îi ajuți? Nun, was sagst du jetzt? Iar acum ce spui? Er spricht gerade über seinen Urlaub. El tocmai vorbește despre concediu. Sie hört genau zu. Ea îl urmărește cu atenție. Was sagst du dazu?
Ce părere ai despre asta? Completați următoarele propoziții în limba germană. Eu fac asta complet diferit. Ich mache das ganz. Ich mache das ganz anders. Suntem întotdeauna atenți în oraș. In der Stadt immer. Wir passen in der Stadt immer auf. Mă scol la ora 6. Um 6 Uhr. Ich stehe um 6 Uhr auf. Îți mulțumesc pentru asta. Ich danke dir. Ich danke dir dafür. Ce părere ai despre asta? Was sagst du? Was sagst du dazu? El când vine odată? Wann kommt er? Wann kommt er endlich? Nu îi ajut. Ich helfe. Ich helfe ihnen nicht. Este acolo undeva. Sie sitzt dort. Sie sitzt dort irgendwo. Și acum, ce zici despre asta? Was sagst du dazu? Nun, was sagst du dazu? El vorbește despre concediu. Er spricht seinen Urlaub. Er spricht über seinen Urlaub. Și ea îl urmărește cu atenție. Und ihm genau. Und sie hört ihm genau zu. Acum traduceți următoarele propoziții în limba germană. Noi facem asta complet altfel. Wir machen das jetzt ganz anders. Klaus, fii atent, vine o mașină. Klaus, pass auf, ein Auto kommt. Copii, sculați-vă, este deja târziu. Kinder, steht auf, es ist schon spät. Îți mulțumesc pentru asta. Ich danke dir dafür. Mama, ce părere ai? Mutti, was sagst du dazu? În sfârșit ai o bluză frumoasă. Endlich hast du eine schöne Bluse. El este pe undeva prin oraș. Er ist irgendwo in der Stadt. Îi ajuți? Hilfst du ihnen? Deci cum îți place Klaus? Nun, wie gefällt dir Klaus? El tocmai vorbește despre concediul lui. Er spricht gerade über seinen Urlaub. Noi îl ascultăm. Wir hören ihm zu. În continuare, traduceți din germană în română. Endlich hast du eine warme Mütze. În sfârșit ai o căciulă caldă. Wir lernen jetzt Spanisch. Acum învățăm spaniola. Was sagst du dazu? Ce părere ai despre asta? Wie hoch sind hier eigentlich die Mieten für neue Wohnungen? Cât de mari sunt aici, de fapt, chiriile noilor locuințe? Hier in der Stadt sehr hoch. Aici, în oraș, sunt foarte mari. Ich brauche eine Wohnung mit großen Zimmern. Am nevoie de o locuință cu camere mari. In unserer Nachbarschaft sind einige Häuser zu vermieten. În vecinătatea noastră sunt câteva case de închiriat. Wollen Sie sich die Häuser nicht einmal ansehen? Nici măcar nu vreți să vedeți aceste case? Wir möchten auch lieber im Vorort wohnen. Și noi preferăm să locuim la periferie. Er stellt seinen Wagen an den Straßenrand. El oprește mașina la marginea drumului. Wir haben ein leichtes Boot. Avem o barcă ușoară. Deine Sachen stehen irgendwo hier. Lucrurile tale sunt pe aici, pe undeva. Ich kaufe nie grüne Birnen. Nu cumpăr niciodată pere verzi. Ich helfe ihnen nicht.
nu îi ajut. Kinder, passt auf, ein VW kommt. Copii, atenție, vine un Volkswagen. Iar acum traduceți din română în germană. Copii, sculați-vă, este deja foarte târziu. Kinder, steht auf, es ist schon spät. În sfârșit, ai o bluză frumoasă. Endlich hast du eine schöne Bluse. El este pe undeva, prin oraș. Er ist irgendwo in der Stadt. Deci cum îți place, Klaus? Nun, wie gefällt dir, Klaus? El tocmai vorbește despre barca sa. Er spricht gerade über sein Boot. Faci asta altfel? Machst du das anders? Nu-mi place berea germană. Ich mag deutsches Bier nicht. Am o ladă întreagă de brânză franțuzească. Ich habe eine ganze Kiste mit französischem Käse. Caut răcoritoare rece și bună. Ich suche gute kalte Limonade. Ce puteți cumpăra în Germania cu bani spanioli? Was können Sie in Deutschland für spanisches Geld kaufen? Beau cafea caldă. Ich trinke warmen Kaffee. Vreau ceai verde. Ich hätte gern grünen Tee. Oder ich möchte grünen Tee. Cumpărăm pâine proaspătă. Wir kaufen frisches Brot. Nu te culca așa de vreme. Geh nicht so früh ins Bett. Nu bea așa multă cafea. Trink nicht so viel Kaffee. Nu dormiți așa mult. Schlaft nicht so lange. Nu mâncați așa repede. Esst nicht so schnell. Klaus, unde ți este căciula caldă? Klaus, wo ist deine warme Mütze? Noua mea mașină este acolo, la marginea drumului. Mein neuer Wagen steht dort am Straßenrand. Acum avem o barcă ușoară. Wir haben jetzt ein leichtes Boot. Azi nu vin așa de vreme. Heute komme ich nicht so früh. Avem un serviciu greu. Wir haben eine schwere Arbeit. În încheiere, urmează exercițiul de pronunție. Ascultați cu atenție. Früh. Über. Dafür. Grün. Früher. Brüder. Kühlschrank. Stühle. Mütze. Mütter. Dürfen. Füller. Hübsch. Stück. Mögen. Zuhören. Schön. Stören. Brötchen. Öffnen. Können. Möchte. Östlich. Spät. Gespräch. Mädchen. Äpfel. Päckchen. Schränke. Gepäck. Wäsche. Er hält an. Er wäscht. Ostsee. Boot.